Blaue Chips? Blaue Chips. Okay, ich brauche hier unten Schwefelsäure. Dafür sollte ich, da sollte ich erstmal gucken, ob das soweit auch alles hinhaut. Also mit hier oben Schwefelsäure. Oh ja, das ist schön viel. Okay, das heißt, ich kann Schwefelsäure einfach von hier... genau, hier haben wir schon mal abgezwackt für diverse andere Sachen. Das heißt, von hier gehe ich einfach nach unten. Brauche wahrscheinlich noch mehr Rohre. Brich das mal ab. Baue davon welche. Baue noch mehr normale Rohre. Oh, mein Inventar ist voll. Keine lila Kiste in der Nähe. Das ändern wir mal kurz. Bitteschön. Du kriegst jetzt Steinmauern, die ich nicht mehr brauche, Sandmauern, die ich nicht mehr brauche, Eisenkisten, die ich vorerst nicht mehr brauche, Untergrundbells und Bells, die ich erstmal nicht mehr brauche. Was ist das für ein Angriff? Drei Türme schießen? Das war sehr komisch. Ja, das ist die... Ach so, das ist wie so ein Reichweiten-Ding. Ja, der wird irgendwann ungeduldig werden, wird rankommen und wird dann von anderen Türmen erschossen werden. Das ist okay. Du. Ich will meine Schwefelsäure haben. Und zwar von hier. Runter, 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 runter. Bis wo? Boah, geht das weit. Alter Falter. Hier. Obwohl, ich mach's mal lieber. Na, macht keinen Unterschied. Mach's da hin. Da wieder das hin. So, wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Das kann ich ja mit denen hier machen. Ja, ja. Wir werden angegriffen. Wir werden immer angegriffen. Oder kommst du da langsam durch? Das kann ich auch nicht beurteilen, wann das denn mal sein sollte. Bisschen unpraktisch. Also, wo genau soll die Flüssigkeit denn überhaupt rauskommen? Mach erstmal das Muster da weiter. Hallo. Mo? Warum gehst du da hinten kaputt? Au. Au. Okay, deswegen gehst du da hinten kaputt. Das ist die Kombo, die ich meinte. So, und du... Sniper ist jetzt... Oh. Sniper ist jetzt gemütlich von da hinten unsere Türme weg. Okay, jetzt kommst du näher ran, weil ich da bin. Was ist, wenn ich nicht da gewesen wäre? Das ist ein Problem. Dass ich aber erstmal nicht beheben kann. Also Flüssigkeiten sollen rauskommen. Ich würde mal sagen, so hier, dass sie hinter den Kisten langlaufen. Obwohl, wir haben genug Platz, ne? Mach erstmal hier alles voll mit dem neuen Muster. So, so. 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 Sagen wir mal... Ich würde schon ganz gerne sehen. Obwohl, ich kann es ganz gut verstecken, so. Ah, ah. Oh, nee, geht nicht. Okay. Du, du, mach mal. Bum, 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 bum. Die da. Ja, warte, es kommt von da hinten irgendwo. Warum geht das nicht? So. Hä? Was mache ich da gerade? Ja doch, es kommt von da hinten, es geht da wieder hoch. Es kommt von da hinten, es geht da wieder hoch. Es kommt von da hinten, es geht da wieder hoch. Verbindet ihr euch? Ja, was für Verschwendung. Bau. Da haben wir welche. So, es geht hier runter, hier hoch und da müsste es gleich nach oben. Das heißt, hier kommt gleich die Schwefelsäure raus. Da. Und geht dann von hier aus jeweils mit einem Sonnen...
Dingens da bis nach da oben. Zack. Zack. Und die machen dann blaue Chips. Wo? Hier sollten eigentlich die Module hin. Ich lasse die Module erstmal da, aber später werden wir uns eine ganz neue Seite suchen müssen für die Module. Wir haben ja noch auf den anderen Seiten auch überall noch Platz in dem äußeren Ring, das ist schon okay. Also hier kommen jetzt blaue Chips hin. So, Shift rechts, Shift links, drehen, drehen. Und dann brauchst du grüne Chips und rote Chips. Dann kannst du auch schon anfangen zu arbeiten. Also, du hast noch Entwickelsäure, aber ja, du könntest dann anfangen zu arbeiten. Grüne Chips, 100 Stück, rote Chips, 100 Stück, Shift rechts, Shift links. So, jetzt müssen wir noch das eine Ding da hinten. Genau, das da. Was? So, du bist ja theoretisch nur so ein blaues Rohr. Da. Das müssen wir verbinden mit da hinten irgendwo. Du. Darum, 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 darum. Weiter, 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 weiter. So, da ist Schluss. Da ist Schluss. Keine Untergrundrohre mehr. Baut davon welche. So, von da nach. Die Steinkiste ist im Weg. Und ein Baum ist im Weg. Das war so klar. So. So, Schwefelsäure, Schwefelsäure. Schwefelsäure. Das heißt, die Dinger müssten jetzt schon arbeiten. Und wir haben jetzt blaue Chips. Wobei blaue Chips sehr, sehr, sehr langsam hergestellt werden. Das heißt, wir müssten da dann wahrscheinlich nachhelfen. Und zwar nicht mit diesen MK2-Gedöns hier, sondern mit dem richtig guten Zeug. Ja. Wie machen wir das? Könnt ihr das ganze Kupfer vielleicht mal instant abbauen? Das wäre super. Oder ich mache echt das hier im Landfill. Ja, das darf ich nicht vergessen. Nach dieser Folge aufhören zu spielen, Mod installieren. Und dann haben wir hier mehr Platz und können hier irgendwo die Module hinhauen. Es wurde auch schon erwähnt, dass ich einfach den Mod Water Be Gone benutzen könnte. Der nimmt dann, also ich brauche dann Landfill und Water Be Gone. Und den klicke ich einfach auf eine Flüssigkeitsfläche. Der berechnet, wie viel Landfill ich brauche, um das auszufüllen. Nimmt das Landfill dann aus meinem Inventar und füllt das komplett auf mit einem Klick. Das klingt sehr, sehr praktisch. Ja, das könnte ich dann darauf klicken, darauf klicken, darauf klicken. Und dann wäre hier alles dicht. Und wir könnten hier schön weiter unsere Fabriken bauen. Guti, guti. Jetzt aber noch. Weep, weep, weep. Schon wieder ein Ei im Inventar. Ich hatte irgendwo Mauern abgerissen. Unten war es, ne? Habe ich inzwischen genug neue? Ich habe nur 50 neue. Sind die Roboter immer noch beschäftigt? Nein, wir haben arbeitslose Roboter. Warum habe ich denn keine 100 Ziegel? Ah, da sind 50. Schon gut, Roboter. Ich habe nichts gesagt. Ist alles gut. So, das hier flicken. So. Da unten bräuchten wir eigentlich auch noch ein Item-Collector. Roboport-Abdeckung? Na, nicht mehr wirklich. Ich will eigentlich die guten bauen, aber wir brauchen noch so viele blaue Chips. So, muss hoch in Einzugsgebiet. So, befüllt mich bitte mit Mauern. Und reißt da hinten bitte die Reihe ab. Da kommen sie schon angeflogen. Gut, da kommen meine Mauern. Irgendwo wird wieder gesnipert oder so. Schwieb, 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 schwieb. Hier sind viel zu wenig Lasertürme. Aber bevor ich jetzt wieder noch mehr Lasertürme setze, muss ich erstmal wieder Strom erweitern. Gut. Also, nächsten Folgen. Wasser wegmachen.
Fabrikanlage weiter ausbauen, automatisieren, dass wir Speedmodule MK, was ist das inzwischen? MK5 herstellen können. Eventuell die Anlage für die MK7er Produktivitätsmodule auch hier runter verfrachten irgendwo hin. Dann weiter Akkus bauen, weiter Engines bauen. Und wieder ein Queen Biter Egg. Dim. Ich habe einen Fehler gemacht. Der ein oder andere wird sich's denken können. Ich hätte gerne eine super tolle Fabrik. Ja, ich baue jetzt eine Fabrik, um aus den Eiern die Artefakte zu machen. Und mache die damit 200% Bonus. Das ist sehr schön. Also es wirkt ein bisschen übertrieben. Aber Ditec braucht ja auch so viele Ressourcen. Also scheint das legitim zu sein. Ja, und die setze ich erstmal irgendwo hin, wo du auffällig falsch stehst. Damit ich das für später merke. Und du tust es in eine stinknormale Eisenkiste. Und du bekommst... Also erstmal stellst du bitte her... Alien-Artefakte. Dann kriegst du... Oh, das geht da nicht. Ja, okay. Das wäre wahrscheinlich wirklich zu überpowered. Schade. Könnte man das noch irgendwo anders reinpacken? Nö, ich wüsste nicht wo. Ja gut, dann stell 2 Alien-Artefakte her. Ah ne, 8 Alien-Artefakte her. Und warte ab. Die verbrutzeln wir jetzt erstmal nicht weiter, weil ich würde ganz gerne warten, bis ich 50 habe, damit ich die MK2-Rüstung bauen könnte. Wenn ich denn forschungstechnisch so weit gehe. Apropos forschungstechnisch, da könnte ich mal kurz hingucken. Wie sich so unsere neue Forschung ist. Also Ditec-Forschungsanlage macht mit den Kisten. Du willst jeweils 100 haben, ne? Nimm mal jeweils 200 von denen. Momentan gängigeren. So. Ja, also Ditec-Forschungskram, den könnte ich einfach so laufen lassen. Die Frage ist nur, was ist das noch? Das braucht schon Advanced-Zeug. Braucht Advanced-Zeug. Das andere ist alles Vanilla. Was ich einfach auch mal zwischendurch erforschen könnte. Oder auch sowas wie das da. Aber ich suche gerade was anderes. Das hier. Upgraded Jade Pump Jacks. Das... Hä? Die kann ich doch jetzt schon bauen. Egal, forsch das trotzdem mal. Damit die hier was zu tun haben. So, und jetzt zu der anderen Forschungsanlage. Zu euch... Du hast nämlich nur noch 30 davon. Ja, also lila Zeug erstmal nicht. Ist okay. Wie schaut es hier mit Mauern aus? Oh, da hatte ich etwas weggenommen. Ja, also die Mauer setze ich noch kurz und danach kommt der Cut. Dann kommt Water Begone hoffentlich. Dann erweitern wir unsere Fabrikanlage und ich baue mir... Warum habe ich hier Mauern gesetzt? Baue unsere Fabrikanlage weiter und baue mehr Steam Engines. Das ist jetzt so der Plan. Mauer. Sehr schön. Dich. Weg. Dich. Weg. Einmal komplett aushöhlen, bitte. So. Hier oben sind überall Kollektoren, ne? Ja. Weil jetzt, wo die Queens doch ab und an antanzen, hätte ich echt ganz gerne an allen wichtigen Stellen die Item-Kollektoren. Gucken wir mal, wie gut die hier unten gearbeitet haben. Jo, hier unten. Ah, da hinten ist noch ganz viel Kleinkram. Aber das sind nur Small-Biter. Ja, das heißt, die haben echt nicht so eine super Reichweite. Hier muss also auch noch einer hin. Da. Der Sniper gerade unsere ganzen Türme weg. Ja, ich gehe... Ah, er hat mich gesehen. Nee, oder nicht? Okay. Das heißt, ich lasse ihn jetzt mal machen. Ich will nämlich einfach gucken, wie sein Verhalten ist.
Weil die letzten Male hatte ich ihn zufälligerweise immer abgelenkt und dann ist er reingelaufen. Wasch. Der läuft jetzt nämlich nicht rein. Ah, doch. Seine Kollegen kommen. Und ein Turm kann schießen. Komm, noch ein Schritt. Warum kannst du... Achso. Jetzt macht er den einen Turm, der auf ihn schießen kann, kaputt. Jo. Jetzt können schon ein paar mehr. Also er kriecht immer ein bisschen näher, aber wir haben ganz schöne Verluste. Also wir müssen durchgehend die hier hinsetzen. Alles gut, alles gut. Du hältst ja noch so viel aus, ne? Wusch. Oh, und hast du eine Leiche? Das würde mich noch interessieren. Danach speichere ich ab. Nee, die Spitter haben keine Leiche. Das ist sehr ärgerlich. Aber ja, müsste ich mal gucken, ob vielleicht inzwischen schon wieder eine neue Dialtech-Version da ist. Und ob man die ohne Probleme installieren kann. Aber jetzt kurz aufhören zu spielen, abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder mit den ganzen Sachen, die gemacht werden müssen. Also bis dann.